So, da will der Papa noch mal ein kleines Video zum Thema Transistor-Solarzelle machen. Ist heute gerade draußen bei dem herrlichen Wetter bei unserem Kanal. Liegen hier aber schön im Schatten, wie man sehen kann. Und das ist der Transistor. Das ist ein Tesla-Transistor gewesen. Den habe ich jetzt aufgesägt. Das könnt ihr beim Segelohrenbob-Video noch mal sehen. Oder auch bei meinen eigenen Videos habe ich das auch noch mal gezeigt, wie man das macht. Einfach den Deckel abgesägt und dann habt ihr hier drinnen diesen Chip. So, dieses kleine Viereck in der Mitte, das ist der Halbleiter-Chip und halt entsprechend auch die Solarzelle. Der würde auch leuchten, wenn man da Strom drauf gibt. Ah, das siehst du nur ganz, ganz, ganz extrem im Dunkeln. Das brauche ich jetzt hier nicht zu zeigen. Auf jeden Fall kann man damit Strom erzeugen. Das heißt, ihr schließt an die Basis, schließt ihr einen Kontakt an. Und an den, steht es da drauf? Steht nicht drauf. Ich schließe das schwarze Kabel, geht an den Kollektor, so rum, das ist der Kollektor. Und ich meine mal, dass das die Basis ist oder den Emitter. Das müsst ihr dann ausprobieren, das funktioniert nur einer von beiden. Nur einfach anschließen und ihr seht ja hier im Hintergrund, das Messgerät ist jetzt auf Volt eingestellt. Und ich halte das jetzt mal hier so halbwegs in die Sonne rein. 0,45 Volt. Ja, ist halt schon interessant, oder? Man schaltet jetzt auf. Ich habe jetzt hier Mikroampere. Oh, da ist schon über Messbereich drüber. Ja, das schwankt halt hier sehr, weil die Blätter natürlich sich auch weiter bewegen. Das Ganze kann man auch noch ein klein wenig weiter treiben. Da müsst ihr bloß ein bisschen aufpassen, wenn ihr das draußen im Freien macht. Denn da ist erhöhte Brandgefahr. So, also ich habe jetzt hier, ich hoffe mal, dass man das irgendwie gleich mal sehen kann. Ich habe jetzt hier so eine Leselupe. Das gesehen, ich gehe weg. Das ist jetzt für mich ein bisschen blöd, mit einer Hand die Kamera zu führen. Aber das ist schon ganz ordentlich, was da jetzt rauskommt. Wir können ja mal auf 200 Milliampere Messbereich einstellen. Seht ihr das? 40 mA waren das gerade. Das würde, wenn man jetzt den Schultief ranhängt, würde das schon vollkommen ausreichen, um eine LED zum Leuchten zu kriegen. Also so eine hier. Ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen vorbereitet. Das ist so eine 5 Volt Solarzelle, 5 Volt und ich glaube 20 oder 30 mA. Nichts Besonderes. Liegt hier auch im Schatten und ihr seht, die LED mit dem Schultief ist richtig schön hell, also strahlt quasi, ne? Man kann das hier so einigermaßen gut erkennen. So, und dann will ich jetzt mal gucken, ob ich das jetzt auch hinkriege, wenn ich das da anschließe. Ah, ich habe heute mein Stativ nicht mit. Messgerät brauchen wir ja nicht mehr. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt... Ja, man kann es, glaube ich, sehen, ne?
so ein bisschen sieht man es bloß. Kann ich jetzt auch schlecht mit einer Hand so zeigen. Ja, vielleicht ist die eine auch etwas zu schwach. Da sieht man kaum. Ne, leuchtet nicht wirklich. Aber auf jeden Fall 40 mA haben wir vor uns einmal gesehen. Ach so, 40 mA haben wir ja einmal gesehen. Das heißt, ich glaube 10 Stück von denen hier gibt es schon für 2 Euro oder sowas. Könnt ihr euch auseinanderschneiden oder aus dem Schrott. Und dann könnt ihr im Prinzip eure eigene Solarzelle bauen aus Schrottersatzteilen. Ja. Das wollte ich nochmal am Rande mitgesagt haben. Dann bis zum nächsten Video.